Hallo, ich bin Kay Prentice, Deutschlands jüngste Jungdesignerin. Und wir präsentieren euch heute in einer Modenschau unsere neue Kollektion. Jetzt in Kika Live. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Abend, junge Dame. Farblich sind ja wir zwei eher ein Traum. Ja, das ist ja die Mädels halt wieder. Meine Güte, was soll ich da hier noch machen? Ne? Ja, Kay Prentice ist dein Label, dein eigenes Label. Ja. Wo kommt der Name her? Also den Namen trage ich selber, aber der ist eigentlich hawaiianisch. Mhm. Also Kay heißt Meer und Prinzessin dann Meeresprinzessin. Und ja, der ist einfach so, meine Eltern fanden ihn so schön und die mussten ihn einfach durchsetzen. Deswegen haben wir schon Models, die werden da drüben schon zurecht gemacht. Und zwar drei Mädels und zwei Jungs. Und ich glaube, da gibt es dann wirklich noch einiges zu sehen. Ja, und ihr fragt euch jetzt mal hier und hat schon so viel auf die Beine gestellt. Wir sind jetzt ganz, ganz neugierig, ja, und schauen uns jetzt im Fernsehen drinnen an, was die so den ganzen Tag macht. Voll cool, der Kay-Princess-Style. Die Klamotten, der Kay-Princess-Shop und natürlich auch Kay selbst. Ideen für tolle Styles hat Kay jede Menge, aber die Entwürfe sind nur der Anfang. Ganz alleine schafft Kay das alles nicht. Ihr Vater hilft am Computer, damit aus den Entwürfen mit Kays Logo gute Vorlagen werden. Hergestellt werden die Sachen dann in China. Können wir gerne mal hier reinladen, die ganze Geschichte? Ja, so. So? Ja. Das haben wir aus deinen Designvorlagen gemacht. Du hast uns ja wunderschöne Vorlagen gegeben. Ja, und was sagst du dazu? Nee, ist echt klasse geworden, also. Ist ein sauberer Druck, ist gut verarbeitet das Ganze und vor allem auch modisch schick. Noch im Laden stehen. Kay hält durch, denn sie weiß ganz genau, was sie will. Mit 18 möchte ich halt dann voll durchstarten, möchte mich selbstständig machen, weil mein Papa ist auch selbstständig und das finde ich ja nicht dann ganz witzig, dass man dann so sein eigener Chef ist, also das gefällt mir richtig gut. Kay ist zwar schon eine richtige Modedesignerin, aber Chef im Laden darf sie laut Gesetz eben erst mit 18 sein. Solange muss ihr Papa auch da noch helfen. Und hier glitzert es ja auch so schön. Komm einfach mal zu uns rüber, liebe Kay. Du hast dich hier ein paar Klamotten von dir aufgehängt. Ja. Zum Beispiel hier diesen Mantel, den ich ja auch ganz, 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 ganz toll finde. So, das ist so ein eher ein alter Stoff, ne? So traditionell irgendwie und dann aber aufgepeppt. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ganz wichtig, immer so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Auffallen haben möchte mit Strass oder Glitzer. Und da sind hier dann ganz viele Swarovski-Steine, auch echte Swarovski-Steine. Und natürlich wieder den Skull, den Totenkopf drauf. Der ist natürlich sehr edel. Wir sind aber schon sehr, sehr gespannt. Was wir dazu brauchen, ist natürlich auch Musik, damit sich die Mäuse sowas bewegen können. Und du wirst das Ganze jetzt moderieren. Okay. Okay, los kann's gehen. Also hier sieht man natürlich auch wieder den schönen Samtblazer. Der ist jetzt ganz in mit einem schönen kombinierten Hemd, pink. Und die Hose sehr aufgepimpt, also wieder ein bisschen aufgemotzt mit einem Skull hinten drauf. Und hinten sehr schön auch wieder das Skull mit Glitzer. Auch für Männer ist das natürlich was, nicht nur für Frauen. Dass es halt sehr schön auffällt. Und die kaufen das auch dann? Ja, die kaufen das auch. Okay. Bei den Hosen, wie ist denn das, Kay? Malt ihr das dann selber drauf, das Gold? Oder? Ja, das wird dann so mit einem Schwamm aufgetragen und so eine Schwammtechnik ist es dann. Okay. Okay, und jetzt kommt die junge Dame, die wir ja vorhin schon gesehen haben, ganz in Pink. Pink hat sich ja jetzt durchsetzen können, weil eine Zeit lang so gar nicht ging es und jetzt super trendy. Das ist wieder wie schon gesagt, mit deinem Bläser sieht es auch sehr toll aus. Von hinten natürlich ganz toll, der Skull mit den Flügeln. Sticht natürlich sehr gut raus. Und mit dem Gürtel und hinten natürlich auf der Hose auch wieder die Schrift. Sehr hübsch. Ja, und dann kommen wir jetzt zur dritten Attraktion hier auf dem Laufsteg. Ja, natürlich wieder ein sehr lässiger Stil mit der Hose, auch wieder mit dem Skull und hinten die Schrift und die Tasche. Also sehr stylisch und hinten natürlich das super Glitzer und die Cappy. Es schaut ja so ein bisschen runtergerockt aus, aber dann gibt es wieder so Elemente, die es dann wieder so ein bisschen glamourös machen. Ja, genau, das Glitzer zum Beispiel macht es wieder so glamourös hinten. Also Cappys finde ich super mit dem Glitzerzeug. Da denkt man ja eigentlich so als Junge so, nee, glitzern darf nichts. Aber das, was ich hier bis jetzt gesehen habe, schnick, schnick. Ja. Hier. Und hier natürlich wieder das ein Kleid. Und auch das schöne Glitzer im Gesicht, gell? Ja. Super. Man kann natürlich auch unter dem Kleid keine Hose anziehen im Sommer jetzt, aber jetzt ist es ein bisschen zu kalt. Und da wieder hinten auf der Jacke auch den Skull, sieht man jetzt zwar nicht so ganz, aber... Sehr schön. Und eine junge Dame haben wir noch, die ist ein bisschen edler jetzt, Die ist ein bisschen edler, außer das T-Shirt, das ist auch wieder so ein bisschen Punkrock. Und die Jacke natürlich sehr schick und der Rock mit der Schleife, der zieht dann alles wieder ins Edle. Kann man natürlich abends auch mal so anziehen. Okay, super. Sehr, sehr schön, kann man an dieser Stelle noch sagen. Ja, großen Applaus für die Designerin oder für die Models. An die Models natürlich auch, Und wir stellen uns jetzt mal alle rauf, kommen einfach alle mal mit. Wir machen das jetzt genau wie in Paris bei den großen Modenschauen. Da wo der Modedesigner gefeiert wird. Wo sind sie? Ja. Komm einfach zu uns nach vorn. Schieben wir das mal ab.
Diese Blumen sind für dich, Kay. Bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Und recht herzlichen Dank an die Models. Super gemacht. Ja. Klasse. Vielen Dank. Ja, und alle Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Seite www.kickerlife.de. Und uns gibt's dann nächste Woche wieder. Nächste Woche sind wir für euch wieder da. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen feiern, die Mode genießen und wünschen euch natürlich noch einen wunderbaren Abend. Tschüss.